Aber mein Liebesleben, das ist im Moment immer noch total chaotisch. Mann, ich dachte, nach der Zeit in der UAF würde sich dein Leben so ein bisschen angenehmer gestalten. Die letzten Tage waren gar nicht so schlecht. Klar, der Mann in den Bergen. Wo siehst du hier bitte Berge? Du weißt doch, was ich meine. Hier bist du frei, hier kannst du tun und lassen, was du willst. Keine Schließer, keine Gitter. Und dieses Panorama. Ist schon was anderes als in der Zelle, oder? Nico, die reagiert manchmal etwas krass. Wenn sie sich erstmal beruhigt hat, dann lässt sie bestimmt nochmal mit sich reden. Alle Achtung, du gibst nicht auf. Ich weiß ja, du, Romantik und die große Liebe, das ist nicht so dein Ding, aber ich glaub dran. Auch wenn die Trennung von Nico im Moment ein bisschen wehtut. Tja, Liebe. Liebe ist das natürlichste schmerzstillende Mittel. Wenn du mir jetzt noch erzählst, dass das auf deinem Mist gewachsen ist, dann falle ich vom Glauben ab. William S. Burroughs, amerikanischer Schriftsteller. Und seit wann liest du sowas? Seit es mich erwischt hat. Nein. Ja. Ich hab mich verliebt. Und wer ist die Glückliche? Kenn ich sie? Spielt das eine Rolle? Ja. Ich muss ja wohl wissen, welche Frau meinen großen Bruder aus dem Konzept bringt. Hast du gerade Bruder gesagt? Ja. Das ist Sarah. Glückwunsch. Ja, danke. Oh, hey. Na? Deine neue Mitbewohnerin scheint sich ja sehr gewissenhaft am Haushalt zu beteiligen. Wir sind noch in der Lernphase, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das kommt noch, ich spreche aus Erfahrung. Wie soll ich ihr nur begreiflich machen, dass man von einem leeren Kühlschrank nicht satt wird? Ihren großen Hobbys. Wenn es um Klamotten geht, aber unser Kühlschrank ist öd und leer. Wenn die wüsste, wie schlecht ich drauf bin, wenn ich kein Frühstück krieg. Vielleicht findest du ja jemanden, der dich zum Frühstück morgen einlädt. Ja, vielleicht. Ich kann morgen aber auch in der Mensa frühstücken. Tschüss. Ciao. Ciao. Du Penner. Hä? Und so einer war mal hauptberuflich Frauenversteher. Wie bitte? Bist du denn tatsächlich schon so außer Übung, dass er dir die besten Chancen durch die Lappen gehen lässt? Ja, wie wär's mit, hey, Sarah, wenn dein Kühlschrank leer ist, dann lade ich dich natürlich zum Frühstück zu mir ein. Nee. Und wenn überhaupt, ja, bei Sarah muss man ganz sensibel vorgehen. Ah, wenn du meinst. Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Weiß Sarah das denn auch? Hey, Bruderherz. Und? Wo ist die Angebetete? Im Schlafzimmer oder im Bad? Kannst du mal drüben bei ihr klopfen. Und wenn sie mir nicht widerstehen kann? Dann wird sie dir sagen, dass zu einem Kuss immer noch Liebe gehört. Du hast sie geküsst? Ich sag mal so, ich hab's probiert. Und? Ja, nix und. Deine Idee mit dem Frühstück, das war einfach Käse. Mann, Alter, wie lange bist du eigentlich schon Single? Hast du diese ganzen Sachen nur noch theoretisch drauf, oder was? Scheint so. Du hast mir doch immer die Vorträge gehalten über den sensiblen Umgang mit dem Wesen Frau. Und dann fällst du einfach über sie her? Und jetzt? Keine Ahnung. Du gibst auf. Die an Tisch 7 warten noch auf ihre Salate, ansonsten sind alle versorgt. Okay. Hicks, jetzt hilf mir doch mal. Komm mal. Mann, oh Mann, nimm das Ding. Ja, und ihr nochmal. Vielen Dank fürs Schleppen. Gerne. Und wenn du mal wieder extra Muskeln brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ich komme drauf zurück. Und? Zwischen euch ist ja alles in Ordnung? Ja, der Kuss, der sogenannte, der ist verziehen. Wir sind jetzt Kumpels. Kumpels. Digga, ich hab gesagt, Zombie kriegt da stattdessen. Schleppst du dir diesen Pinguin-Film an oder was? Man muss den mal gesehen haben. Das glaube ich jetzt nicht.
Du hast mir den von der Nase weggeschnappt. Hab ich das? Das geht seit Wochen so. Jedes Mal, wenn ich zur Videothek komme, ist das Ding verliehen. Dann schauen wir euch doch zusammen an. Ja, ich finde schon jemanden, der mitkommt. Na dann, ich komme gleich rüber. Ich mache uns nur noch Popcorn, ja? Ich liebe Popcorn. Was ist jetzt hier mit? Ich mach's bis morgen fertig, okay? Mann. Entschuldigung, ich hab ganz vergessen, dass es dir in Sachen Liebe auch nicht so toll geht. Beschissen wäre geprahlt. Ich sei gewährt mir die Bitte im Bunde der Dritte. Goethe. Schiller. Und wenn du noch mal einen Schritt auf Nico zugehst? Dann macht sie zwei zurück. Mann, du kennst sie doch. Nee, die Sache ist gelaufen. Hast du dich wenigstens mit Coco versöhnen können? Coco ist in mich verliebt. Und wir alle wissen, wie fies dieser LUFB-Satz ist. Luf? Ah, Schneidermann, lass uns Freunde bleiben. Goethe? Volksmund. Und den Satz wird Coco im Moment wirklich nicht ertragen können. Nächste Frage. Mensch, Gregor, du musst doch irgendwas gemacht haben, was sie verärgert hat. Ich hab wirklich keine Ahnung. Und bevor du mich weiter löcherst, ihre Zeichen waren eindeutig. Ich kenne Sarah ja wirklich nicht gut, aber sie ist doch wirklich nicht die Frau, die mit Männern spielt, oder? Eben nicht, und deshalb passt das ja auch alles nicht zusammen. Grübelst du immer noch wegen gestern? Lass es, bringt nichts. Vielleicht kann es ja auch sein, dass sie sich in dich verliebt hat. Erstens, nein. Und zweitens, warum sollte ihr Verhalten dann mehr Sinn machen? Weil sie in dem Fall einfach Angst hat, verletzt zu werden. Du hast ihr immer und immer wieder gepredigt, dass es die große Liebe nicht gibt. Und jetzt will sie sich nicht auf eine schnelle Nummer mit dir einlassen, ist doch logisch. Gewagte Theorie, Einstein. Aber denkbar. Ihr habt in letzter Zeit so viel zusammen gemacht. Das ist ja wohl möglich, dass sie jetzt auch mehr will, oder? Ihr seid zusammen auf dem Sofa eingeschlafen? Ja. Ganz harmlos. Mehr ist ja nicht gelaufen. Der sensible Frauenversteher, oder was? Christian, ob du es glaubst oder nicht, Sarah ist seit Max die erste Frau, mit der ich mir was Dauerhaftes vorstellen könnte. Vorsicht, nicht, dass auf deine alten Jahre du noch zum Romantiker mutierst. Ich gehöre jedenfalls nicht zu den Romantikern, die sich von einem Liebesabenteuer ins nächste stürzen. Coco, Nico, Coco, hey, Nico. Hey, stopp. Ich bin jung, ich muss Erfahrung sammeln, okay? Penner. Jetzt mal ehrlich, komm mal Sarah in die Pötte. Bei Coco habe ich dir auch die ganze Zeit nichts gemerkt, bis sie fast in Indien war. Spar dir deine Tipps. Der Sarah bin, dann bleib ich nur der Kumpel. Aber genau das hat Coco doch auch monatelang behauptet. Ja, aber Sarah behauptet es nicht. Sie zeigt es mir auch. Ach, und da gibt man gleich auf, oder was? Was soll ich machen? Unsere Freundschaft gefährden? Nein. Außerdem gehöre ich nicht zu der Sorte Mensch, die irgendjemandem hinterherläuft. Aha. Noch Fragen? Nein? What's up, Kleiner? So, einmal deine Walnussmuffins, bitte. Danke. Nach dem Schwimmen brauche ich immer unbedingt was Süßes. Da hätte ich was für dich. Sweet Sarah, hello, euer Cocktail? Ja, alkoholfrei, ziemlich süß. Genau das Richtige für dich. Klingt lecker. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Oh, jetzt kapiere ich auch, woher der Name kommt. Ein Cocktail als Liebeserklärung, Mann, ist das süß. Nee, da hast du was falsch verstanden. Sorry, ich hab gedacht, ihr werdet... Nein. Wir sind nur gut befreundet. Ja, der Cocktailname ist auch eher ein Dankeschön an die Erfinderin. Und zwar einfallsreich. Oder findest du das blöd? Nein, ich sehe es als ganz besonderen Freundschaftsbeweis. Er wird schon auf einer Cocktailkarte verewigt. Noch dazu mit einem Cocktail, der dem Wirt überhaupt nicht schmeckt.